Die NASA holt ISS Crew 11 wegen medizinischem Zwischenfall zurück. Ex-NASA-Astronaut attackiert Trump. Russisches ISS-Modul endlich wieder dicht. Rollout der Artemis 2-Rakete SLS in 2 Wochen. China trainiert Mondcrews in Höhlensystemen. Spanien verliert Satelliten nach Weltraumtreffer. Und Mikrofabrik zündet im All 1000 Grad für Halbleiter. Das und noch mehr mit einem Hintergrund schauen wir uns heute an. Herzlich willkommen zu Senkrecht Starte, dein Space Update auf Deutsch. Ja, ihr merkt schon, das ist nicht das Studio. Ich bin in München und ja, ein bisschen Schnee hat den Norden komplett in den Lärm gelegt und ich habe dann meine Reisepläne geändert und daher heute nicht aus dem Studio, sondern hier aus dem Hotelzimmer. Ich hoffe, das ist für euch okay, dass mal eine News ausfällt. Natürlich völlig undenkbar. Ich weiß ja, wie viele von euch beim Sonntagmorgen-Café die News brauchen. Also, legen wir los! Ein medizinischer Zwischenfall an Bord der Internationalen Raumstation sorgt derzeit für Aufsehen. Die NASA wird die komplette Crew 11 vorzeitig zur Erde zurückbringen. Ein äußerst ungewöhnlicher Schritt. Anlass ist ein medizinisches Problem bei einem der 4 Besatzungsmitglieder, das vergangene Woche aufgetreten sein soll. Offiziell bestätigt wurde weder die Identität der betroffenen Person noch die Art der Beschwerden. Doch laut NASA befindet sich der Astronaut in stabilem Zustand. Es ist üblich, dass aus Persönlichkeitsgründen und ja, auch die NASA-Ärzte stehen ja unter Schweigepflicht, keine Angaben zur Art des medizinischen Zustandes wie zu betroffenen Personen gemacht werden. Zur Crew 11, da gehören die US-Astronauten Sina Cartman, Mike Finke und der Japaner Kimija Yui und der Russe Oleg Platonow. Eigentlich war ihre Rückkehr erst für Mai geplant. Die kurzfristige Absage eines geplanten Weltraumausstiegs jetzt am Donnerstag, die unterstreicht den Ernst der Lage, konnte man da im Prinzip schon absehen. Ein vollständiger Crew-Rückflug vor Missionsende ist ein sehr seltener Schritt, ist, meine ich, auf US-Seite so noch gar nicht vorgekommen und zeigt, wie schnell sich Prioritäten im All verschieben können, ja, wenn dann die Gesundheit eines Teammitglieds auf dem Spiel steht. Es gibt auch gute Nachrichten von der ISS. Nach fast 5 Jahren permanenten Luftverlust scheint das russische Segment der Internationalen Raumstation endlich dicht zu sein. Betroffen war das kleine PRK-Modul zwischen der Progress-Luftschleuse und dem zentralen Vesta-Modul. Ursache: mikroskopische feine Risse, die erstmals 2019 entdeckt wurden und ja, seit 2024 zum besorgniserregenden Anstieg der Leckrate an Bord der Station geführt hatten. Russische Kosmonauten, die hatten jahrelang mit Signalstoffen systematisch nach dem Leck gesucht. Jetzt meldet die NASA, der Druck im PRK bleibt stabil. Hatte ich zuerst nicht auf dem Schirm, aber die Rückkehr von Crew 11, jetzt von der ISS wegen diesem medizinischen Notfall, die könnte auch Auswirkungen auf den Start von Artemis 2 zum Mond haben. Denn so muss ja die Crew 12 vorgezogen werden. Die NASA hat offiziell bestätigt, in den kommenden 2 Wochen wird das Space Launch System SLS, also die Artemis 2-Rakete, zur Startrampe gerollt. Ein entscheidender Schritt in der Vorbereitung der Artemis 2-Mission. Der Start ist derzeit für den 6. Februar angesetzt. Ich würde jetzt mal davon ausgehen, dass der sich nach hinten verschiebt. Ist ja der erste Start von Menschen zum Mond seit Apollo 17, also das ist schon über 50 Jahre her, das war 1972. Und dementsprechend wird das ein großes Ding. Wie gesagt, ich gehe davon aus, dass es ein bisschen nach hinten geschoben wird. Theoretisch gibt es Startmöglichkeiten dann bis April. Die Artemis 2-Crew wird dann in einer 10-tägigen Mission einmal um den Mond herumfliegen und dann wieder zur Erde zurückkommen. Artemis 2 ist ja der entscheidende Test für das Orion-Raumschiff dann mit Menschen. Das heißt, die Lebenserhaltungssysteme werden eigentlich das erste Mal wirklich richtig getestet, auch dann im Zusammenspiel mit echten Humanoiden, sage ich jetzt mal. Artemis 3 dann die Landung, da wie gesagt ein genauer Termin, ich glaube, das wird sich auch noch ein bisschen hinziehen, aber für diese Mission Artemis 3 natürlich ein wichtiger Meilenstein auch, das Raumschiff mal mit Menschen zu testen. Ja, die NASA sieht die Mission als Schlüsselmoment, um die Grundlagen für eine nachhaltige menschliche Präsenz jenseits des niedrigen Erdorbits zu legen. Wenn ihr nochmal in die Technik von Orion und SLS für den Start von Artemis 2 einsteigen wollt, unter dem Video, da findet ihr meine Technik-Playlist über Artemis. Hier erkläre ich auch dann die Triebwerke zum Beispiel der Mission, also nicht nur von SLS, sondern auch von Orion. Schaut mal rein. Aktuell glaube ich ja noch, dass China vor Artemis auf dem Mond landen wird. Wird spannend zu sehen sein, ob sich meine Meinung über den Verlauf von 2026 ändert. Ja, in einer Höhle bei Zhongqing, ich hoffe, ich spreche das einigermaßen richtig aus, ja, da hat China zum ersten Mal ein unterirdisches Überlebenstraining für angehende Mondastronauten durchgeführt. 28 Teilnehmer lebten in 4er-Gruppen 6 Tage und 5 Nächte in der Wulong-Höhle, um Szenarien zu üben, wie sie später auf dem Mond denkbar wären. Klettern an Steilwänden, Navigation im Dunkeln, Kartierung unbekannten Geländes, psychische Belastung durch Isolation. Geleitet wurde das Training vom Raumfahrtveteran Ye Gangfu, der 2016 bereits am Höhlentraining der ESA teilgenommen hatte. Ziel: die Vorbereitung auf künftige Mondmissionen mit Crew.
In einem mehrstufigen Plan, da könnten Roboter geeignete Lavahöhlen auf dem Mond identifizieren, den Zugang sichern und dann schließlich eine Mondstation direkt im Schutz einer solchen Höhle zum Beispiel bauen. Ein riesengroßes Dankeschön geht an alle Unterstützer dieses Kanals. Euer Beitrag, der macht diesen Kanal überhaupt erst möglich. Ja, die YouTube-Werbeeinnahmen, die würden allein nämlich nicht ausreichen, um den Kanal zu betreiben. So gibt's aber einen kleinen, aber feinen YouTube-Kanal auf Deutsch, der sich ausschließlich mit Neuigkeiten aus der Raumfahrt befasst. Ihr gebt mir die Freiheit, themengründlich zu recherchieren. Ihr sorgt dafür, dass die Menschen über Raumfahrt informiert werden und dass Raumfahrt noch mehr Menschen begeistern kann. Danke, dass ihr Teil dieser Mission seid und diesen Kanal mittragt. Ich danke euch im Namen des gesamten Teams von Senkrechtstarter, aber auch im Namen aller Zuschauer, die euch ja diesen Kanal verdanken. Wenn auch du aktiv mithelfen möchtest, den deutschsprachigen Raum für Raumfahrt zu begeistern, genau, teil meine Videos, sprich mit Menschen über Raumfahrt und darüber, was dich daran begeistert. Ja, und wenn du die Arbeit von Senkrechtstarter direkt unterstützen möchtest, freuen wir uns natürlich über eine direkte Unterstützung, über eine Kanalmitgliedschaft. Durch deine regelmäßige monetäre Unterstützung bleibt der Kanalbetrieb auch in Zukunft gesichert. Den Link zur YouTube-Kanalmitgliedschaft, den findest du unter dem Video. Als kleines Dankeschön bekommen ja alle Schutzengel die Senkrechtstarter-Videos vorab und werbefrei. Vielen, vielen Dank. Wir schauen schnell auf die Starts der vergangenen Woche, waren noch gar nicht so viele. Am Donnerstag, 8. Januar, da hat SpaceX von Cape Canaveral 29 Starlink-Satelliten gestartet. Am Sonntag, wenn die News dann erscheinen, 11. Januar, da will SpaceX von Vandenberg mit Falcon 9 die Pandora-Mission ins All bringen. Das ist ein kleiner NASA-Satellit mit Teleskop zur Untersuchung von Exoplanetenatmosphären, begleitet von kleinen Satelliten im Rideshare-Format. Apropos Falcon 9, am 24. Oktober hat SpaceX den spanischen Militärsatelliten SpainSat NG2 gestartet. Der wurde Anfang Januar in rund 50.000 Kilometern Höhe offenbar von etwas getroffen. Das betroffene System ist Teil eines über 2 Milliarden Euro teuren Regierungsprogramms zur abgesicherten Kommunikation für Militär und Behörden. Die Betreibergesellschaft Hisdesat spricht von einem aktiven Notfallplan zur Dienstsicherung für das spanische Verteidigungsministerium. Da schon laut über den Ersatz von SpainSat NG2 gesprochen wird, deutet dies auf erhebliche Funktionsbeeinträchtigungen hin. Dem britischen Unternehmen SpaceForge ist ein spektakulärer Meilenstein gelungen. Der mit Transporter 14 gestartete Forge Star 1 ist ein mikrowellengroßer Satellit, der mit einer 1000 Grad Celsius heißen Plasmaflamme arbeitet. Die wurde nun erfolgreich im Orbit betrieben. Ziel der Mission ist es, Halbleitermaterialien im All zu fertigen. Das soll dann in Schwerelosigkeit deutlich reiner als auf der Erde möglich sein. Erste Tests zeigen, das Schmelzverfahren funktioniert. Die Schwerelosigkeit sorgt dann dafür, dass sich die Atome in perfekten Gitterstrukturen anordnen, während das Vakuum des Alls Verunreinigungen ausschließt. SpaceForge will künftig Materialien herstellen, die bis zu 4000 Mal reiner sind als konventionelle Halbleiter. In der nächsten Ausbaustufe soll genug Material für 10.000 Chips produziert werden und dann mit einer Kapsel sicher zur Erde zurückgebracht werden. Die Vision, eine wirtschaftlich tragfähige Produktion im All für Anwendung auf der Erde. Am 2. Januar wurde auf dem Rocket Lab Gelände in Maryland erstmals ein Hardware-Teil der neuen Neutron-Rakete öffentlich sichtbar gemacht. Beobachter vermuten, dass es sich um ein Segment der ersten Stufe handelt. Die Struktur wurde zunächst horizontal angeliefert, dann vertikal aufgerichtet und an einem Kran fixiert. Rocket Lab verfolgt mit Neutron ja das Ziel, eine wiederverwendbare Methalox-Rakete für mittlere Nutzlasten zu etablieren. Ein Start ist noch für dieses Jahr geplant. Ja, nichts wird so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Entwarnung für die US-Weltraumforschung. Nachdem der Haushaltsentwurf der Trump-Regierung massive Einschnitte für das NASA-Wissenschaftsprogramm vorgesehen hatte, zeigt der verabschiedete Budgetkompromiss nun eine Kehrtwende. Statt fast 50% Kürzung sinkt das Wissenschaftsbudget 2026 lediglich um 1% auf 7,25 Milliarden Dollar. Aktive Missionen, die werden fortgeführt und Zukunftsprojekte wie die Venus-Sonde Da Vinci, ein Uranus-Orbiter-Studio und das Habitable Worlds Observatory bleiben im Rennen. Härtester Einschnitt, die milliardenteure Mars-Sample-Return-Mission wird vorerst gestoppt. Hier sollte ja Europa den Return-Satelliten bereitstellen. Die Trump-Regierung hat ein disziplinarisches Verfahren gegen den früheren NASA-Astronauten und heutigen Senator Mark Kelly eingeleitet. Hintergrund ist ein Video, in dem Kelly gemeinsam mit anderen Veteranen Soldaten auffordert, keine illegalen Befehle auszuführen. Präsident Trump sieht darin Landesverrat und droht öffentlich mit der Todesstrafe. Ja, das Verteidigungsministerium hat nun offiziell eine Herabstufung von Kellys Ruhestanddienstgrad eingeleitet. Ein formeller Verweis wurde bereits einer militärischen Akte beigefügt. Kelly scheint sich davon nicht einschüchtern zu lassen. Er habe 39 Kampfeinsätze geflogen, 4 Raumflüge absolviert und sein Leben für die Verfassung riskiert. Kelly schreibt auf X, wenn der so wörtlich unfähigste Verteidigungsminister in der Geschichte der Vereinigten Staaten glaubt, er könne ihn mit der Rüge oder Drohung, ihn zu degradieren oder strafrechtlich zu verfolgen, einschüchtern, dann hat er immer noch nichts verstanden. Er werde mit allen Mitteln dagegen ankämpfen, nicht für sich selbst, sondern um eine Botschaft zu senden, dass Pete Hegseth und Donald Trump nicht entscheiden dürfen, was die Amerikaner in diesem Land über ihre Regierung zu sagen haben.
Wir schauen noch schnell auf die Starts der kommenden Woche. Am Montag, 12. Januar, da startet vom Satishtvaran Space Center in Indien eine PSLV mit dem Erdbeobachtungssatellit EOS N1 sowie 18 weitere Rideshare-Nutzlasten für strategische und kommerzielle Zwecke. Am Dienstag, 13. Januar, da plant China vom Weltraumbahnhof Wencheng den Start einer Langmarsch 8A mit einer bislang unbekannten Nutzlast oder mir noch nicht bekannten Nutzlast. Ebenfalls am Dienstag, 13. Januar, da will SpaceX von Cape Canaveral aus eine weitere Falcon 9 mit 29 Starlink-Satelliten starten. Am Donnerstag, 15. Januar, da folgt von Xicheng eine Langmarsch 3BE mit einer weiteren nicht näher bekannten Nutzlast. Und dann Wochenabschluss könnte am Samstag, 17. Januar, erstmals im neuen Jahr Europas Hoffnung auf einen neuen Träger in Aktion treten. Noch nicht bestätigt, aber ESA Aerospace plant ja den zweiten Testflug der Spektrum-Rakete vom norwegischen Andøya Spaceport. An Bord sind mehrere CubeSats im Rahmen des ESA Boost-Programms. Ja, ich hoffe, die News haben dir wieder gefallen. Auch ja, ein bisschen anderes Setup als sonst. Ich entschuldige mich für Bild, für Ton und eine kurze Folge. Nächste Woche wird es dann wieder im Studio sein und in gewohnter Länge. Ich hoffe, die News haben dir trotzdem gefallen. Wenn ja, den Like nicht vergessen. Wenn dich interessiert, wie du deinen Fokus im neuen Jahr wieder in den Griff bekommst, ist vielleicht dieses Video was. Da erzähle ich in der Impulsfabrik was über Fokus. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Immer schön denkfähig bleiben. Dein Moritz.